So, weiter geht's. Neustart des Spiels hat geholfen. Oh Mann. Und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das andere jetzt nicht wirklich ein Bug war mit der Basis oder ob das wirklich so richtig war. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht nach jedem Mal rein- und rauslaufen das jetzt machen muss. Welcome aboard, Captain. Was haben wir jetzt hier? Lithium dabei? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Lithium haben wir gerade gar nicht. Das könnte noch ein Problem werden. Und mal gucken, ob die Schränke jetzt überhaupt auch groß genug sind, das ganze Geraffel zu fassen. Jetzt ist der Schrank hier auf. Das ist... Ohne Worte. Ohne Worte. Ne, Lithium habe ich tatsächlich nicht. Ah, okay. Gut, muss dann auch ohne gehen. Quarz, Kupfer, Salz. Okay, dann müssen wir einmal Energiezellen nochmal austauschen. Dass wir die jetzt schon mal laden können, die ganzen leeren. Mal gucken. Die ist bei 0. Also die können wir jetzt auch gleich mal gegen volle tauschen, wenn ich noch welche habe. Eine habe ich noch. Nehmen. Die auch. Gut. Also für einmal so eine Tauchgang braucht man schon ein bisschen was an Energiezellen. Die sind aber, glaube ich, noch alle recht voll. 94%, auch die nehme ich jetzt einfach mal raus. Die hätte ich dann auch gerne auf 100% aufgeladen. Also von der Menge müsste das soweit in Ordnung gewesen sein, die wir mit hatten beim letzten Mal. Nö, Behemoth, das hat keiner was geschrieben. Heute wahrscheinlich alle fleißig am... Jürgen, was mache ich eigentlich gerade? Dieser Bug, der hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Beziehungsweise die beiden Sachen hier. Aber es ist ja jetzt, wie du vielleicht... Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast oder nicht. Ist ja auch nicht viel passiert, weil hier alles fleißig verbuggt ist heute. Oder sehr, sehr seltsam zumindest. So, da wollte ich nicht ran. Hier wollte ich ran. Aber da können wir jetzt auch immer nur zwei aufladen. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, bis die alle voll sind. Hatten wir eigentlich... Der hier sieht... Ah, okay. okay, hier ist überhaupt nichts mehr drin. Auch schön. Die sind zwar nicht sonderlich super, was jetzt das angeht, aber das muss jetzt erstmal reichen. Wir sind ja erstmal hier. Dann essen wir. Dann ist der wieder aktiv. So, gibt es irgendwie die Möglichkeit, jetzt hier die Hüllenstärke zu sehen? Nicht, dass das dann nochmal passiert. Aber ich glaube, wir haben hier tatsächlich kein Lithium. 29 Nickelerz, sehr gut. Dann würde ich sagen, Scannerraumreichweitenmodul. Okay. Wieso habe ich da zwei Stück von? Wieso ist hier keins drin? Naja. So, wie sieht's hier aus? Ja, auch das, ne? Selbst auch der Scanner ist völlig verbuggt. Sind auch wieder etliche Sachen nicht mit drin. Na gut. Achso, schauen wir mal. Können wir denn jetzt... Was brauchen wir denn jetzt für das Zyklopen...
Hier ist Seemotte, Zyklop, Tiefenmodul 2. Ein Plastahlbarren und 3 Nickelerz. Das sollte kein Problem sein. Und natürlich das Modul, das hole ich mal zuerst. Beziehungsweise nein, erstmal die Nachricht abhören. Ja. Okay. Wissen wir Bescheid. Ist die Frage, ne? Ist da noch so ein Alien oder sind das nur so ein, ja, Bandaufzeichnung? Was wollte ich? Ich wollte das Modul holen. Wo war das? Das war, glaube ich, oben. Hier an der Seite waren die, glaube ich, genau. Tiefenmodul 1. So, jetzt können wir nur noch 500 Meter tief, aber das ändern wir ja. Nein, nicht in die Krebs, nicht in die Krebs, nein. Obwohl doch. Ne, der hat 100% Energie. Ne, dann, geh mal wieder rein, Krebs, du. Das passt dann ja. Wenn er volle Energie hat, ist ja alles schön. Dann wird er auch damit geladen. Sehr interessant. Die werden auch noch geladen. Plastahlbarren. Dazu brauchen wir erstmal 10 Titan. Wir haben nur noch 10 Titan. Das ist aber echt ein bisschen schwach. Und was brauchten wir noch dafür? Irgendwas anderes brauchte man noch. Erstmal den Titanbarren. Dann veredeln mit Lithium. Wir haben kein Lithium. Ah. Gut, kein Problem. Oder doch ein Problem. Haben wir kein... Datenbank wollte ich gucken. Genau, geologische Daten. Gut, also Lithium müssten wir tatsächlich nochmal suchen. Wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir da nochmal welches hätten. Schiefer. Ich habe leider jetzt keins zum Scannen, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir jetzt wenigstens die Schieferdinger noch scannen können. Orientierung nicht vorhanden. Überhaupt nicht vorhanden. So, da lang. So, können wir wenigstens Schieferdinger... Ne, ich kann auch keine Schieferdinger suchen. Es ist... Also irgendwie... Ah. Ja, keine Ahnung. Dann muss ich die so suchen. Was hab ich eigentlich? Ja, komm. Lass mich mal in Ruhe bitte hier. Danke. Danke, Smu. Ach Mann, heute funktioniert aber auch echt nix. Wo ist mein Scanner? Da ist mein Scanner. Den hätte ich schon mal ganz gerne. Falls ich hier nochmal so ein Schieferding finde, dass ich dann den Scanner dran halten kann, dass ich dann wieder mit dem Scannerraum drauf zugreifen kann. Schöner wäre es ja eigentlich, wenn man jetzt hier noch nach Lithium direkt suchen könnte. Kann man bestimmt auch. Wenn der Bug nicht wäre. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das dann durch einen Mod zustande kommt oder nicht. Kann ja sein. Würde ich nicht ausschließen. Ach, das ist ein Seemottenfragment. Egal, ich scanne das jetzt. Wir brauchen ja scheinbar auch wieder Titan, dass ich da unten so ja, verschmäht habe. Und ich dachte, wir hätten noch. Aber ist ja eigentlich auch ganz nett, hier mal wieder ein bisschen rumzutauchen. Ja, aber
aber so natürlich nicht unbedingt schnell von Erfolg gekrönt. Hier war ja, glaube ich, immer ganz gut. Nee, das sah nur so aus. Was haben wir da? Eine Zeitkapsel. Ja, gucken wir doch mal. McKitten Survival Kit. Hello there, this is the MSK. It comes with a habitat builder, scanner, welder, a beacon and a few iron batteries. Goodbye and good luck. Gucken wir doch mal. Eine Signalboje. Nett. Ich glaube, die werde ich mitnehmen, wenn für den nächsten Ausflug in die zum verlorenen Fluss. 63 hier. Ja, nehme ich die zum verlorenen Fluss mit und dann da an den Eingang mal bappen, dass ich den nicht wieder so lange suchen muss oder so. Einmal eben jetzt wieder. Ich glaube, wir ziehen jetzt mal mit der Seemotte los. Die ist ja jetzt auch so sträflich allein gelassen. Das wollen wir ihr nicht antun. Welcome aboard, Captain. Wenn wir Lithium finden, können wir zur Not ja auch das mit der Signalboje dann markieren. Ha. Ja, gucken wir mal hier. Ich glaube, da waren ja auch so Schiefersachen in der Höhle. Abbauen, wenn man das möchte. Hm. Ziemlich leer hier. Noch sonst immer so viele Sachen, die man hier einsammeln konnte. Dachte ich zumindest. Was ist das? Gold. Sieht im roten Licht ganz anders aus. Ja gut, dann ist die Suche hier ja nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Da ist was. Ach, da ist noch einer. Gut, weil dann kann ich nämlich jetzt hier den Scanner dran halten und Lithium. Perfekt. Man ja auch wirklich fast überall. So, muss ich noch ein Bild für diese Folge. Da ist noch mal was. Diamanten. Aber gut, wir haben jetzt ein Lithium, dann würde ich fast sagen, schwimmen wir jetzt hier einmal raus.
bisschen an wie Fliegen. Ja, da vorne ist dann der Exit. Ist auch nochmal irgendwas Interessantes. Nicht so richtig. Da liegt aber nochmal was rum. Gold. Ja, hier war der Ausgang. Gut. Hier an der Wand vielleicht noch mal irgendwas. Nicht so richtig. Kommt man hier mit dem Krebs überhaupt rein und wieder raus? So, Basis ist da. Dann können wir jetzt gleich den Scanner nochmal anschmeißen für Schiefer. Oder für Lithium. Mal gucken. Aber ich glaube, Lithium hat er letztes Mal nicht gefunden. Aber dafür habe ich jetzt ja hier zwei Dings drin. Zwei Reichweiten Erweiterung mit drin. Von daher vielleicht wird das ja was. Wenn die denn überhaupt stacken. Das ist dann ja noch wieder die nächste Frage. Und trinken müssen wir auch wieder. Haben wir da noch nicht. Ach, das stimmt, ich muss das ja draußen machen. Man kann ja drin kein... Das ist auch so eine Sache. Aber wahrscheinlich, weil es für Räume keine Physik gibt. Jetzt muss ich mein eines Lithium hier einmal wieder... Geht's noch? So, einmal wegschmeißen. Den Scanner einmal dran halten. Dann wieder einsammeln. Soll es da schon eigentlich hochgehen? Gut. Dann Richtung Scannerraum. Jetzt können wir Lithium suchen. Auch wenn ich ein bisschen bezweifle, dass er was findet. Ansonsten gehen wir gleich auf die Suche nach Schiefer entsprechend. Titan brauchen wir nicht. Jetzt Gold, auch nicht Diamant, auch nicht Lithium, lasse ich schon mal im Inventar. Da ist Lithium, da ist Lithium. Okay. Dann brauchen wir einmal unseren Krebs. Das ist nett. So, ich hoffe, ich habe den Motor hier ausgemacht. Ja, gut. Dann ist ja gut. Weil das wäre ja Stromverschwendung. Und dann gehen wir jetzt einmal hier mit auf Lithiumjagd. Wie weit das ist bis dahin. Das wird einem leider nicht angezeigt. Aber so einen längeren Ausflug mit dem Krebs hatten wir auch noch nicht.